ausgelassene Stimmung in Guten Morgen Sachsen bei Mirko und Wetter Claudi, denn kein geringerer als SpongeBob Schwammkopf oder vielmehr Synchronsprecher Santiago Ziesmer tauchte im Studio auf und sorgte für jede Menge Spaß und das sogar bei trüben Wetteraussichten. Ja, es wird nass heute in Sachsen und es ist doch nicht gerade warm mit höchstens 15 Grad. Die kommenden Tage gibt's hier typisches Aprilwetter. Ihr bekommt ein bisschen Sonne, viele Wolken und auch immer mal einen Schauer. Entschuldigung, wärmer wird's erstmal nicht, aber auch nicht kälter. Die Ernsthaftigkeit dieser Sendung unterstützt das natürlich nicht, aber 8:23 Uhr, wunderschönen guten Morgen. Morgen. Aber auch die kleinen Fans von SpongeBob hatten viel Spaß und nutzten die Gelegenheit, ihr Idol mal das zu fragen, was sie schon immer von ihm wissen wollten. Wen haben wir denn dran? Hallo, ich bin Nisa aus Oberlungwitz und bin 10 Jahre alt. Sag mal, SpongeBob, warum bist denn du immer noch so kindisch? Aber hallo, was ist das für eine Frage? Ich bin noch nicht kindisch. Ich würde sagen, ich bin noch ein bisschen verspielt und das ist schön, weil das ist was man als Erwachsener dann irgendwann vergisst und verliert und das finde ich sehr schade. Kann ich von SpongeBob bitte einmal einen Lieblingsruf hören, indem er seinen dicken, fetten Seesternfreund ruft? Hallo Patrick! Komm mit zum Quallenfischen! Er schläft noch. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn ich in die Küche komme, mache ich das Licht erst an und dann geht's richtig los. Und dann eben wir den Burger zusammenstellen. Dann wird's halt immer verrückter und immer schneller. Kommt der Salat und die Zwiebel noch, da, Tomate noch. Bis zum Schluss, also alles ganz furios fertig ist. Das fand ich eine tolle Idee. Auf die Melodie. Ja. Was willst du machen? Konzeptwerk bei Konzeptwerk. Lieber Santiago, wir sagen jetzt schon mal Dankeschön zu dir, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war ein toller Vormittag hier. Ja, auch für uns. Und wir hoffen, du bleibst uns als Stimme von SpongeBob Schwammkopf natürlich noch das eine oder andere Jahr erhalten. Oh ja, bitte noch ganz lange. Das hoffe ich doch auch. Und besuchst uns auch mal wieder in Dresden. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.